Sorge um Annemarie Eilfeld. Die Sängerin muss nach einem Auftritt ins Krankenhaus. Am 18. Juni trat Annemarie Eilfeld in Stefan Ross' Show Immer wieder sonntags auf. Dies hatte für die Schlagersängerin verheerende Folgen. Die Blondine hatte zu wenig getrunken und war den ganzen Tag der Hitze ausgesetzt. Zu Hause angekommen ging es Annemarie so schlecht, dass ihre Mutter sie ins Krankenhaus fahren musste. Ich musste mich ständig übergeben und konnte nicht mehr stehen. Es ging ganz schlimm bergab mit mir. Morgens um 5 Uhr hat mich meine Mama dann in die Notaufnahme des Krankenhauses in Zerbst gefahren, erzählte sie der Bild. Dort bekam die Sängerin Elektrolyte und musste zur Beobachtung in der Station bleiben, wie sie verriet. Die Ärzte gehen von einem Hitzschlag in Verbindung mit zu viel Stress aus. Deshalb muss ich zur Beobachtung noch weiter in der Klinik bleiben. Morgen werden dann noch ein Ultraschall und weitere Untersuchungen gemacht. Doch Annemarie Eilfeld möchte niemanden beunruhigen und ist sehr zuversichtlich. Ich werde das schon überstehen. Eigentlich bin ich ja ein Sonnenkind und mir macht Wärme nichts aus. Aber ich werde in Zukunft vorsichtiger sein bei Auftritten in der Sommerhitze.